Rico Lücking ist Geschäftsführer der German Tod Service und Beteiligungs GmbH. Das heißt, ich hätte beinahe gesagt, Sie sind der König der Wettumsätze, aber tatsächlich kann man ja sagen, dass es einen Aufwärtstrend gibt. Ja, das kann man auf jeden Fall. Also die Pferdewette ist weiter popularisiert. Das Interesse auf den Rennbahnen ist da. Unsere Wettumsätze im Außenvertrieb steigen, sodass wir doch frohen Mutes dort, auch was die Wette betrifft, in die Zukunft schauen können. Wenn jetzt eine gute Fee käme und sagen würde, Rico Lücking hat, was Hamburg Derby Meeting betrifft, einen Wunsch frei, was würde er sich dann wünschen? Super Wetter und 10.000 auf der Bahn? Ja, natürlich. Super Wetter wünsche ich mir immer. Viele Besucher auf der Bahn, so wie es früher einmal war. Und breites Medieninteresse, dass sich alle Fernsehsender darum reißen, das Deutsche Derby live zu übertragen. Sie haben es vorhin eindrucksvoll erläutert. Also der gesamte Umsatz speist sich ja aus verschiedenen Quellen. Da spielt das Ausland auch eine sehr, sehr große Rolle. Woran liegt das eigentlich? Gibt es eine Erklärung dafür, dass die Franzosen so wahnsinnig wettverrückt sind? Ja, die Franzosen haben sehr, sehr früh angefangen, sich von den Rennbahnen wegzuentwickeln in ein breites Annahmestellennetz, sodass in Frankreich die Pferdewette in etwa den Stellenwert genießt, wie bei uns in Deutschland Lotto. Müsste man in Deutschland etwas tun, um es auch so in diese Entwicklung zu bringen, oder macht das überhaupt keinen Sinn und sollte man eher die Rennbahnen stärken, weil die sind es natürlich auch, die überhaupt diese Pferderennen möglich machen? Nein, wir müssen beides tun. Die Rennbahnen, die machen schon hervorragende Arbeit. Die Rennbahnen ziehen die Besucher an. Das zum Beispiel deutlich besser als im Ausland. Also unsere Rennveranstaltungen sind verglichen mit Frankreich toll besucht. Aber wir müssen, um den Rennsport wirklich am Leben zu erhalten und ihn weiter zu stärken, brauchen wir einen breiten Vertrieb. Das heißt, wir müssen versuchen, ein Wettannahmestellennetz aufzubauen, wie es das Ausland uns auch vormacht. Gibt es dabei Hindernisse? Gibt es etwas, das das behindert? Ja, die gibt es. Die Schwierigkeit ist zurzeit bei uns das Regulatorische. Das heißt, die Gesetzgebung macht es uns dann doch etwas schwerer. Wir werden sehr leicht auch in einen Topf geworfen mit der Sportwette, die auch weiterhin immer noch in einem schwierigen Umfeld sich aufhält, wo es keine wirklichen Genehmigungen durch den Staat gibt. Und das macht es für uns nicht leichter, ein Pferdewettvertriebsnetz aufzubauen. Rico Lücking, viel zu tun, viel Glück dabei. Dankeschön.